Herzlich willkommen zurück zu Splatoon 3 Story Mode mit expansive Expedition. Turne über die Expanno-Blöcke und erreicht das Ziel. Also, let's go. Und wir sind kurz davor, Sektor 2 wahrscheinlich auch abzuschließen. Wahrscheinlich sogar in diesem Part. Da freue ich mich auch mega dann auf Sektor 3 und 4 und 5 und 6 und keine Ahnung, wie viele es gibt. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, Helmwaffe. Ja, dann. Wie viel muss ich bezahlen? Ah, gratis. Danke, Spiel. Ich bin ja eh gerade so ein armer Schlucker mit den Fischeiern. Was ist denn das jetzt? Ah, ist das nicht so wie das mit diesen Rollen? Diese. Ja, ja, doch. Das ist so ähnlich wie diese Rollen. Okay. Meine Frage ist, wie lange halten die denn? Ah, aber die gehen auch einzeln verweckt. Okay. Wieder eine gute Idee. Also, zwar ein Element, was wir so eigentlich in der Art kennen, aber dennoch sehr schön ist. Die machen immer so ein Geräusch, wenn es fertig ist. Okay. Das finde ich auch sehr gut. Okay, okay, okay. Oh, aber die können auch gegnerische Farbe angehen. Das ist natürlich nicht so schön. Salmini, ah ja, stimmt. Ich hab. Ja. Los, Salmini! Auf geht's! Zerstöre sie. Ah, kann sogar als Schutzschild verwendet werden. Salmini, let's go! Das habe ich schon irgendwie gleich gedacht, dass es so sein wird. So, mal ein bisschen Fischeier aufladen. Die bleibt jetzt nicht hoch. Oh mein Gott. Okay. Doch, das hat etwas gerade, die hier. Oh mein Gott. Gut. Salmini. Warte mal, ist er hinter mir am Leben? Nee. Oh mein Gott, ich dachte gerade. Na gut, dann gib mir die mal wieder. Oh mein Gott, Digga, das ist ja gefährlicher als alles andere auf der ganzen Welt gerade. Aber warte mal, ich bin ja auch dumm. Ich bin ja auch dumm. Wofür habe ich so einen Sklaven denn? Wofür? Okay, Leute, wir sollten uns zusammenreißen. Weiter geht's. Weiter geht's, Leute. Letzter Checkpoint, war mir auch klar. Bazingi! Hallo, mein Schnuggi. Okay, nein. Das hier müssen wir wohl, achso, hier unten, okay. Guck mal, der Tinte hat gerade noch ausgereicht. Oh, aber das will ich noch haben. Das will ich lecker haben. Lecker, lecker. So, Salmini, dann mach mal. Komm, 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 perfekt. Und aktivieren und perfekt durch. Perfekto. Let's go. Und jetzt zum Signal. Ich freue mich so mega. Und meine Kamera macht Faxen im Moment. Ich weiß nicht warum. Also falls mal was vorkommt wegen so laggy. Wie jetzt gerade. Keine Ahnung, warum es liegt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, eigentlich funktioniert alles, aber... Ach, komm. 1000, worüber ich mich eigentlich Sorgen mache, ist das dafür 2000. Achso, stimmt. Kann ich mal irgendwas upgraden? Könnte ich. Tintenkapazität erhöht. Ja, oder? Das ist mir viel wichtiger. Okay. Das kann ich ja auch sofort aktivieren. Oh, die Sichtbarkeit, okay. Klicksbumm. Erhalte Bomben, die kurz nach den Laden explodieren.
Ich kaufe jetzt einfach mal, weil irgendwann habe ich eh alles. Kann ich das ja auch schon holen, ja. Kehrt schneller ins Spiel zurück. Oh, das ist eventuell wichtig. Okay. Archiv, ja, lassen wir erstmal und. Let's go! Die Zukunft blickt zurück. Erreiche das Tor. Let's go! Okay, ich freue mich. Ich empfange ein starkes Signal, das könnte Opa sein. Okay, let's go. Nicht so eilig. Kampfnatur, wie sieht man das dir an? Yes, wie man es hiermit. Ergib dich und mach bei uns mit, dann kriegst du was vom Schatz ab. Nö, wie meinen eigenen Schatz haben. War ja klar, naja, die Sache mit Splatville-Style klären, okay. Und Herzchen, dann gibt's nun ein Tanzturnier. Murenen kommt raus, ihr Murenen. Nein! Oh mein, okay. Murenen im Gesicht. Muri! Lass. Jetzt tanzen wir! Okay, wir tanzen. Eigentlich habe ich keinen Bock auf Tanzen. Hey, Schwarzwack-Raketen. Schwarmrak. Ich habe, um ehrlich zu sein, keinen Plan, was ich machen soll. Nur dieser Boss sieht so ein bisschen. Um ehrlich zu sein, ist das nicht der Würfel? Ist das nicht einfach wirklich der Würfel? Aber halt ein anderer Style diesmal. Ha, wenn du es so haben willst. Nur reden, bringen, Tränen. Geh das hier rein, okay. Aber es ist halt wirklich der Würfel. So richtig als kleines Easter Egg. Das ist nice. Oh. Okay. Oh mein Gott. Oh Gott. What the fucking hell? Hey, tut mir leid. Ich komme immer nicht darauf klar, dass es dieses Gesicht ist. Also der Würfel, der kommt ja gefühlt, der ist ja in jedem Kampf dabei. So, letztes Leben, oder? Hey, kannst du mit so einem Reden umspringen? Da liegst du falsch. For real? Muri! Ich hätte ein bisschen mehr von dir erwartet. Ganz ehrlich. Oh, obwohl, ich sollte vielleicht noch nichts sagen. Ich sollte vielleicht wirklich noch nichts sagen. Ich sollte noch nichts sagen. Oh mein Gott. Ich habe extra schnellere Rüstungheilung gemacht. Extra. Weil ich wusste, dass das gut sein würde. Ey, was soll das? Ja, alles gut, Muri. Ich mach noch ein bisschen. Doch nicht mich. Wie? Oh, ja gut. Murenwirbel am Arsch. Okay. Hier hoch. Hoch. Und gib's dir, Muri. War's schon? Hast der Faustdeck hinter den Kiemen. Aber freu dich nur. So rief Syndicate. Mach dich. Das letzte Fang mich doch. Das war's? Nein, jetzt probier, das war's. Okay, also einmal gestorben. Aber es war doch relativ einfach und muss ich ganz ehrlich sagen, simpel.
Die Zukunft blickt zurück. Okay, was haben wir jetzt? Oh mein Gott, drei Aschuviums und 2200 Punkte. Lecker Fischer, ja. Und lecker Aschuviums. Ausgezeichnet, Arbeit Nummer 3. Ach, toller Fund, wobei das leider nicht Opa ist. Ob das so ein Schatz ist? Naja, lassen wir es erstmal hier. Willkommen, hört mich wer? Over. Ist jemand da draußen? Over. Opa, wo steckst du? Aliole, Limone, meine Lieben, es geht euch gut? Alles prima, wartet mal, dass ich dich fragen sollte. Alles kommt hier, okay? Ja, einigermaßen, ich bin im dunklen Raum. Ja, okay, wärst du bitte nicht im dunklen Raum eingesperrt. Auszubrechen, du alter... Sag, tu nicht Unüberlegtes. Wir folgen dem Signal und kommen zu dir. Funk es ein, wenn das was passiert. Ich bin froh, dass es ihm gut geht. Sehen wir uns mal das Signal stärker an. Nummer 3. Wenn du einen Schuss ein schon abgeschlossenes Kesselpuzzle zurückkehren willst, kannst du es über das Menü tun. Vielleicht ist es irgendwann praktisch. Okay. Okay, und was ist das jetzt? Um erst ein, für mich ist das gar nichts. Ah, doch, ich war... Ah, ja, okay. Ich kann schon ahnen, was es ist. Vielleicht ist schon. Sektor 2 ist das Sektor... wie komme ich zu Sektor 2? Ich will hier hinspringen. Weil das für mich kürzer ist, als da jetzt irgendwie nochmal hinzulaufen, weil... Das kann ich sofort so machen. Yo, wir haben doch so viele Fischeier. Okay. Ah, stimmt, ist hier auch irgendwas? So ein großes Teil, so Dingy Dingy. Mini, findest du hier irgendwas? Ich hab ihn getötet, okay. Naja, ab zu Welt 3 oder Sektor 3. Mal schauen wir mal, was auf der anderen Seite erwartet. Stimmt, und ab dann kommen doch irgendwie zwei Abzweigungen. Und da bin ich jetzt gespannt, wie die das machen, weil da bin ich komplett verwirrt, so ein bisschen. Vorsicht, hier ist es ruhig. Oh. Eislevel. Der Schnee ist nicht echt und Signal von Opa fange ich ja auch keins. Ah, ne, ist so kalt, nicht so cool. Wir sollten den nochmal umsehen. Also Nummer 3, let's go. Natürlich! Ab in die Eiswelt! Da freue ich mich mega drauf. Oder obwohl eigentlich alles Eis ist. Die Level haben ja eigentlich nichts zu tun mit dir. Ah. Okay, sehr schön. Ich meine, die Level haben ja kaum was zu tun mit denen. Oh, man schlittert auch. Okay, das ist schön. Nur ich fühle mich hier ein bisschen eingehängt, muss ich ganz ehrlich sagen. Jawohl. Okay, ein bisschen gesneakt, Leute, aber egal. Weil jetzt freue ich mich eher, dass ich schon weg zu haben. Ist hier vielleicht irgendwas? Nee, okay. Oh mein Gott, da sollte ich nicht rausspringen. Egal, machen wir erstmal weiter mit. Obwohl, nee, da hinten komme ich auch nicht ran, oder? Okay, das wird sehr ein bisschen durcheinander. Aufstiegskampf. Kontere das Gegnerfeuer und erreiche das Ziel. Vielleicht eine neue Aufgabe? Also, natürlich ein neues Level. Also, ja, natürlich, ja. Aber ich meine, dass meine Kamera auch so rumspackt. Vielen Dank, echt Kamera. Ich werde das nach dem Part mal schauen. Ja, nimm mir die Vorgabe. Ich glaube, das ist so ein Kampf, kann das sein. Da oben sehe ich das Ziel schon. Also so gesehen kämpfen und durchkommen. Okay, let's go. Okay, vielleicht wäre ich hier dran sogar echt nicht so verkehrt. Hier. Wieso wusste ich, dass es passieren wird? Wieso wusste ich's? Ich hab's so gecallt, also. Hallo. Okay. So, Rüstung wäre vielleicht echt nicht verkehrt. Ah, Fischeier kann man immer mal gebrauchen. Hier hoch gehe ich auch mal. Ja, ich komme hoch. Und Basinga. So. Okay, jetzt weiß ich, warum das auch Aufstiegskampf heißt. Ich dachte als erstes, man muss irgendwie so kämpfen. So verschiedene Levelarten. So ein Okean, dann irgendwie so Oktopusse, also... Splatling-Guys und so meint, sagt ich. Aber jetzt, wo ich das hier sehe, ist es ja so gesagt, du kämpfst dich nach oben. Halt, Aufstieg.
Oh, verdammte Scheiße. Ich habe endlich meine Spring-Ulti. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Obwohl es ja so klar war. Egal. Weiter geht's. Mit dem Aufstiegskampf. Und das ist schon leider. Oh, das Spiel. Okay, let's go. Da vorne ist ein Orktikaner. Memerikaner? Ich weiß gerade nicht, wie die mal heißen. Oh, das schmeckt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo, geh weg von mir. Ey, wie hat er... Okay, ich dachte schon, der hat überlebt. Wie hast du denn überlebt? Du warst doch in der Mitte. Aber okay. Na gut, ich schmeiß den Falmini einfach ran, weil das geht viel schneller. So, Abschlussbonus 1-3. Not bad. 1-43. Auch nicht bad. Boah, aber ich glaube schon, man könnte richtig guten Speedrun aus Splatoon 3 machen mit Story Mode. Aber bis du dann so eine richtig gute Zeit hinbekommst, glaube ich, brauchst du schon ein paar Versuche. Wenn du halt immer die beste Waffe immer raussuchen müsstest, müsstest immer ausprobieren, was die schnellste Route wäre. Und alles so. Ja, danke, Samini. Nee, du tust was anderes. Was, ey, was suchst du denn jetzt da? Ach so, okay. Okay. Ich bin ein bisschen überfragt, wo ich weitermachen soll. Ich glaube, das würde hier nichts schaden, wenn ich das hier schon mal wegmache als erstes. Ich kann ja auch wegmachen, dann kann ich schon mal das hier holen. Nochmal 25. Dann glaube ich, mache ich erstmal das Level hier oben. Dann habe ich schon mal ein bisschen frei. Und zwar nur für harte Curl. Letzte Curling-Bomben. Einer erreicht das. Ach nee, wirklich? Okay, das passt so. Das passt zur Welt. Ich meine, Curling, das ist ja das mit dem, wo man dann das Eis polieren muss, damit es ja schön rutscht, glaube ich. Es ist zwar langweilig, obwohl... Es kommt drauf an. Ich glaube, es macht schon Spaß, wenn man es einmal spielt. Halt, generell. Ja. Ah. Hey. Ach so. Curling-Bomben aktiviert. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Kann Spaß werden. Aber das ist eine richtig geile Idee. Oh mein Gott, ist das eine gute Idee. Es ist so wie in Bowling. Boah, das ist geil. Das ist nur, wie heißt das denn? Ah, das ist ein Triple. Nein, das ist kein Triple, das ist sogar ein Vierer. Ey, wieso sind die jetzt so scheiße angeordnet? Danke. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Alter. Alter. Diggi. Eigentlich ist das nur Luck, dass ich ihn getroffen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, scheiße, ich habe es nicht gemerkt. Okay, das ist sogar eigentlich easy als das voll. Das ist sogar das einfachste gefühlt fast. Okay. Aber das Level war schön, das war auch schön genial. Einfach die Idee dahinter. Muss man erstmal kommen, weil so eine geniale Idee, das hat echt Spaß gemacht. Weiter von so welchen Leveln.
Wirklich, weiter davon. Okay. Okay. Oh mein Gott. Dann machen wir erstmal das hier ganz kurz weg. Kriegen wir das hier oben weg? Das kriegen wir auch noch weg. Dahin, wohin? Ich habe keine Ahnung, wohin. Ah, nee, ich komme hier rauf. Aber ist hier noch irgendwas vielleicht? Na gut, ich glaube, da ist erstmal nichts. Wie viel kostet das hier? 200 und 400, das habe ich alles. Okay. Hier ist bestimmt eine... Oh, ein Aschovium. Stimmt, warte mal. Klecksbomben. Wir haben 4 Stück. Ah ne, das können wir noch gar nicht freischalten. Oh, können wir schon? Können wir schon? Wir können das auch freischalten? Na gut, also ich habe jetzt komplett einen komischen Skilltree-Baum, aber okay. Wir haben jetzt 0 Punkte. Okay, wir haben jetzt echt gar nichts mehr. Da unten wird safe so eine Kapsel sein oder ein Geldcoupon oder sowas, okay. So, und jetzt kann ich das hier auch freischalten. Das heißt, ich kann bis da hinten gleich kommen. Perfekt, was wollte ich denn die ganze Zeit? Nur, ach so, das ist, ach guck mal, ich kam, ach so, au, da war auch ein Weg, okay. Warum geht mein Salmini immer ins Wasser? Das frage ich mich. Ein Stück. Deko. Okay, dann hole ich diesen Weg. Wir machen auf jeden Fall gleich noch ein Level zum Abschluss. Scheiße. Jetzt weiß ich, was ich nicht machen dürfte. Ich darf da nicht lang. Das heißt, ich muss da wirklich springen. Also hatte ich doch am Anfang geplant, zu springen. Nur ich dachte, naja, das schaffe ich nicht so, deswegen... Weil da unten, oder da wird safe so eine Kapsel sein oder so. Das kann ich mir so gut vorstellen. Ah ne, eine Schriftrolle. Stimmt, habe ich auch vergessen. Du, was gibt's denn noch? Okay, Ein Level. Wo ist noch ein Level? Das kriegen wir niemals mit den 300 weg. Das weiß ich. Entschuldigung, schon wieder. Hier oben ist ein Level. Das können wir sogar noch machen. Okay, dünne, dicke Luft. Erreiche das Ziel, aber Vorsicht, gefährliche Objekte gesichtet. Mein Deutsch kickt auch wieder rein, oder besser gesagt, mein Deutsch. Okay, Klecksroller, nee, wie eine Heldenwaffe. Ich bleib meistens bei denselben Waffen oder bei den Empfohlenen. Weil die auch meistens empfohlen sind. Meistens. Gefährliche Flugobjekte, okay. Okay. Die sind echt gefährlich. Aber egal, wir schaffen es. Ah nee, aber man kann die ja sogar zerstören. Gut, so gefährlich sind die dann auch nicht mehr. Wenn ich dich zerstören kann, alles gut. Oh! Sagte er und fast krepiert er daran. Okay. Springen. Springen, 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 springen. Okay, perfekt. Oh, ich dachte gerade, das Level ist schon zu Ende, aber nein, man muss jetzt auf diesen Flügel, okay. Aber generell ist das Level nicht eh wieder so ein bisschen kürzer. Nein, machen wir nicht. Um ehrlich zu sein, ich will's machen. Ich will's. Oh mein Gott, da kommen mir welche angeflogen. Gar nicht gescheckt. Will ich's machen? Eigentlich nicht, aber ich dieses Verlangen daran. Ja, hab ich jetzt gemacht, okay. Was ist da oben drauf? Oh, ein paar Fischeier. Ja gut, komm, die hole ich mir jetzt. Die hole ich mir, diese lecker Schnappen. Knapp, weil ich scheiße Ansprung hatte oder Anlauf. Eine Schwimmung? Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Anschwimmung?
Aber ja, Splatoon, die rennen ja nicht. Also ich bin ja nicht gerannt, ich bin ja angeschwommen. Angeschwommen? Egal. Meine Aufgabe ist jetzt auf jeden Fall jetzt heraufzugehen, glaube ich. Und dann müsste ich, glaube ich, auch schon ready sein. Ich wollte gerade meine Ulti einsetzen. Nicht die beste Idee. Glaube ich. Nee, ich will doch nicht runter. Mehr Seiten, ich will schauen, was... Obwohl, ich will es nicht riskieren. Gute Entscheidung, was ich nicht riskieren will. Okay, Mission abgeschlossen. Jetzt sind wir sind auch schon gut weit gekommen in der dritten Welt. Oder Sektor 3. Not bad. Aber ich frage mich echt, kann ich jetzt in zwei Welten danach gehen? Oder wie ist das sein? Wie wird das sein? Weil da vorne sind ja auch zwei von diesen... Endstation, blaues Plasma, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ja, räumen wir mal noch ein bisschen hier auf, würde ich sagen, bevor ich den Part beende. Kann auch um Eis was sein. Nee, am Eis kann nichts sein. Also, das wird safe 600 kosten, okay. Ist hier noch irgendwas? Oder ist ja auch einfach nur so ein Hochweg, deswegen. Okay. Vielleicht hole ich mir auch den anderen Weg hier erstmal. 300, 400, das haben wir. Das heißt, das könnten wir auch freischalten. Ja, dann machen wir auch diesen Weg hier frei. Wo wird es denn hingehen? Ich schau mal. Da kann ich es noch kriegen. Okay, da. Nee. Okay. Machen wir jetzt noch irgendwann anders, wenn wir die ganze Map wieder befreit haben. Schaffe ich das? Ja. Ist hier irgendwas mit diesem Teil? Ihr wisst, Leute, ich bin da immer so, ich bin so gierig. Ich möchte immer alles sofort ausgeben und sofort alles holen. Ich bin da so gierig. Ich habe jetzt noch 100, aber ich glaube, mit 100 komme ich, glaube ich, nirgendwo mehr hin. Nur mal ganz kurz, habe ich ein Level, was ich spielen kann? Also, jetzt für den nächsten Part, oder habe ich jetzt alles, oder habe ich verkackt? Nee, jetzt hab ich verkackt. Und warte mal, gibt es zwei von diesen Fragezeichen-Luftballons? Ja, gibt es. Oh nein, ich habe nicht ganz komplett verkackt. Ich habe noch ein Level, was ich spielen kann. Perfekt. Dann gehen wir mal ganz kurz hier hin. Ja, das sind nur Fischeier, okay. Ah, nochmal ein bisschen. Okay, ich komme noch ein Level ran. Eine goldene Platte ist... Okay. Aber jetzt bin ich fertig, okay. Das heißt, an zwei Level oder ein Level komme ich ran. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich habe mir, glaube ich, gerade ein bisschen den Weg verbaut. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Like da lassen. Abonnieren nicht vergessen, um dann im nächsten Part weiter mit Splatoon... Splatoon 3 Story Mode zu sehen. Ich würde sagen... Bis dann und ciao, ciao.